79 Läufer an den Start gehen und man kann davon ausgehen, nein, 87 sind es, pardon, 87, man kann davon ausgehen, dass wahrlich nicht alle das Ziel erreichen werden. Und man muss auch heute weiterhin davon ausgehen, dass die Laufzeiten sicher etwas länger werden dürften, denn die Spur ist, wie gesagt, weich. Sie wird immer weicher und ich weiß auch nicht, ob die rote Gruppe gut beraten war, sich gestern tatsächlich als Letzte setzen zu lassen. Die besten 30 haben ja die Möglichkeit, entweder in Block 1, 2, 3 oder 4 gesetzt zu werden. So sind sie hinten dran und da dürfte die Spur schon richtig schön zerrammelt sein. Kind und Kegel sind draußen. Heia Styre, Heia Norge, die Norweger mit ihrer überragenden Physis und mit ihren exzellenten Wachsmeistern, die sind natürlich heute im Vorteil. Mit der 24, das ist der einzige Läufer aus Mazedonien, das ist Gojko Dinevski. Ein Abenteuer für wahr, dieser Marathon auch für ihn. Und da ich diesen Begriff Marathon ja schon verwendet habe, es ist in der Tat vergleichbar, diese 50 Kilometer mit dem Marathon auf der Straße. Auch bei den 50 Kilometern sagt man ab Kilometer 35, da geht es dann richtig zur Sache. Alles Gute jedem Einzelnen. Vitali Lilitschenko aus Kasachstan geht als erster auf die Reise. Die Kasachen, die auch in der Staffel dabei waren, allerdings ohne Smirnov, der dort nicht gelaufen ist, die aber bei diesen Weltmeisterschaften generell auch einen Aufwärtstrend erkennen ließen. Pavel Zabolotny aus der Ukraine. Und dann kommt Henrik Skift aus Dänemark, dann der erste Pole, Richard Lobay, An Jun Sin aus Korea und der erste Deutsche, das ist Andreas Schlüter, der Zellermeliser, der die Nummer 16 hat. Dann kommt der erste Schweizer, Wilhelm Aschwanden mit der 19. Uwe Bellmann hat dann die Nummer 38. Christoph Schumann, die 51, der nächste Österreicher, Jochen Behle, den ich heute schmerzlich vermissen werde, mit der 57 inmitten des Pulkes. Und heute denke ich mal, je eher, desto besser. Jochen Behle wird versuchen, wirklich diesen Klassiker auch relativ schnell anzugehen, um dann zu sehen, wie es weitergeht. Die Frage des Skis, ich sage das nochmal, auch bei Jochen Behle eine ganz, ganz wichtige. So, dann kommt schon die rote Gruppe mit Alexei Prokhorov, der hat die 67, Johann Mühlig, der sich auf diese Strecke wagt, sage ich mal. Er wird chancenlos sein, der Bayer, denn in der klassischen Technik wird ja dieser gelaufen und das ist nicht sein Bier. Ich weiß überhaupt nicht, warum er antritt. Er sucht halt das Abenteuer und er läuft unmittelbar vor Fallon in 1993. It was the Lily Olympic, the big Weltmeister, or the last big opportunity. Dreifach Weltmeister. And of course won by the great Vladimir Smirnov, who until now has been Alvarello Smirnov. Maybe the tougher conditions today will suit. Und als letzter Müllele, zwei Starter vor ihm, Harry Kirvesniemi. Dann sind sie alle unterwegs. Das Wettbewerb des letzten Tages, also Time, die 50 Kilometer dieser Saison gelaufen. Wollen die Veranstalter diese 50 Kilometer? Aber es gibt also doch eine ganze Menge Verfechter des klassischen. Ist die wahre Prüfung, das ist der Härtetest.
Milis Asme aus Estland, der geht jetzt ab. Damit sind 10 auf die Reise gegangen. Die stärkste Besetzung zahlenmäßig gab es hier über 10 Kilometer. In der klassischen Technik, da waren über 100 am Start. So nach dem Motto, über 10 Kilometer kommt jeder. Dann über die 15 Kilometer der freien Technik, also beim Jagdrennen, haben dann schon einige ausgelassen. Vor allen Dingen die, die wissen, dass sie in der freien Technik keine Chance haben. Wie zum Beispiel eben auch Harry Kirvesniemi, der als Drittletzter in die Spur gehen wird. Wir haben das gesehen bei den 30 Kilometern Damen in der klassischen Technik, dass doch die ersten Zeitnahmen so unwichtig nicht sind, denn im da hat in der erste Abschnitt entschieden angegangen und hat diesen Vorsprung dann quasi. Stefania Belmondo war ab Kilometer 2, ab Kilometer 2,5 genauso schnell, aber hat den Boden nicht mehr wettmachen können. Stefania Belmondo, die übrigens gerade hier vorbeigehuscht ist, die zu den Italienern in die Kabine gegangen ist. Aber ich sagte schon, auch die Damen, die deutschen Damen, werden heute an der Strecke benötigt, denn es gibt ja Verpflegungsdepots. Es gibt dann die Möglichkeiten, die Notwendigkeit, den Läufern die Zeiten zuzurufen. 50 Kilometer, das ist ein verdammt weiter Weg. Da muss man unterwegs trinken, da muss man, ja, essen ist der falsche Begriff, aber zum Beispiel gibt es so einen dickflüssigen Saft mit sehr, sehr viel Kohlenhydraten. Das sagt Jochen Behl, ist unbedingt wichtig, dass man das nicht vergisst. Ansonsten bekommt man einen Hungerast am Ende und dann ist eh alles vorbei. 5 Minuten 26,2, das ist die Richtzeit von Pavel Zabolotny aus der Ukraine. Und Sie sehen, der Computer blendet das dann sofort immer ein. Da können Sie selbst diese Zeiten ablesen. Über 50 Kilometer hat es natürlich immer Läufer gegeben, die nicht nur einmal dieser Distanz ihren Stempel aufgedrückt haben. Sie haben quasi dominiert über verschiedene Jahre hinweg. Sixten Jernberg, der große Schwede, der hatte diese Distanz im Griff von 1956 bis 1964. Dazwischen funkte nur einmal ein Finne, das war Kalevi Hämäläinen 1960. Und der hatte das Kunststück fertiggebracht. Der ging mit der Nummer 1 ins Rennen und war der Sieger. Währenddessen sich die Heroen um Björn Deli noch vorbereiten, geht jetzt mit der 17 Sergei Tschernych aus Russland an den Start. Aber ich will diesen Gedanken weiterverfolgen. Es gab einen deutschen Weltmeister, das war Gerhard Grimmer 1974. Dann kam wieder die Zeit der Schweden. Thomas Wassberg, Günde Svan, nur der kleine Maurizio de Solda aus Italien konnte sich 87 dazwischen schieben. Dann wieder Günde Svan. Dann Tony Mogren, der auch heute am Start ist. Und Björn Deli war der Olympiasieger 92. Also es sind in der Tat eigentlich nur wenige Männer, die diesen Klassiker dominiert hatten in der Vergangenheit. Jordi Ribo aus Spanien, der im Juniorenbereich mal sehr gut war, da hat er eine Medaille gewonnen. Die Spanier, die natürlich hier auch darauf hoffen, dass sie einigermaßen durchkommen, die genau wissen, ganz vorn haben sie nichts zu suchen.
Heute war es ganz, ganz wichtig, dass die Helfer ganz zeitig draußen waren, denn die Bedingungen haben sich ja im Vergleich zur Nacht kaum geändert. Das heißt, hier musste man wirklich testen und die meisten Läufer, die guten jedenfalls, die Spitzenleute, sind hier mit etwa 20 Paar Ski angereist und nun den richtigen Ski zu finden für diese Bedingungen. Das ist die ganz, ganz große Kunst. Wenn Sie sagen, ja, Ski ist Ski, das Wachsen, das verstehe ich vielleicht noch. Nein. Ich glaube, die Auswahl des Skis ist heute wirklich ganz, ganz wichtig, denn wenn Sie einen Ski haben, der sich am Ende vielleicht vollsaugt, der schwerer wird, wie auch immer, den können Sie vergessen. Also bei diesem Nassschnee, da muss wirklich getüftelt werden. Und es gibt kaum Vergleiche in dieser Saison. Oberstdorf, okay, da hatte man auch ein bisschen Nassschnee, aber ansonsten ist ja auch freie Technik nicht gleich klassische Technik. Auch da nimmt man wieder ganz andere Ski. Das heißt, heute ist es wirklich problematisch. Und wie immer, noch dazu bei den langen Distanzen haben sie ihren Auftritt. Aber man wartet natürlich. Man wartet darauf, dass dann die rote Gruppe an den Ablauf geht. Und Andreas Schlüter, der 24-Jährige aus Zellamelis, der ist auch unterwegs und der dürfte bald bei 1,8 Kilometer auftauchen. Wir haben ihn am Start nicht gesehen. Peter Schlickenrieder ist bereits abgereist. Ansonsten, da ist Jelena Belbe. Natürlich, alles ist draußen, was hier irgendwie helfen kann. Und da ist mit der 23 Masagi Kusu aus Japan. Die Japaner, die natürlich guter Dinge sind. Mein Gott, waren das gestern Bilder, wie sie gefeiert haben. Ihren Masahiko Harada. Freud und Leid, das liegt so dicht beieinander. Die Österreicher waren ziemlich traurig. Bis auf Andreas Goldberger erstaunlicherweise. Aber sehen Sie, so ist das manchmal. Und dem Goldi nehme ich das wirklich ab. Er hatte gestern als fast einzigster der Spitzenspringer eine Windböe erwischt. Das ist der Mann, den wir vorhin schon kurz im Bild hatten. Gojko Dineski aus Mazedonien. Und er wird sich sagen, Hauptsache ich komme durch. Sehen Sie, so wie er anfängt, das ist für manchen ein Touristentempo. Aber für ihn nicht. Immerhin muss er diesen Part ja 50 Kilometer gehen. Ja. Andreas Goldberger hat in der Tat, und die Videoanalyse hat das dann ergeben, direkt am Tisch eine Böe bekommen, seitwärts. Der Ski ging ab und er hatte keine Chance. Das konnten selbst wir am Mikrofon nicht sehen. Aber Goldberger sagt, das hat doch keinen Sinn, dass ich das der Presse verklickere. Man glaubt mir es wahrscheinlich gar nicht. Sollte ich denn der Einzige sein, der wirklich dort Pech hatte? Also, lassen wir es sein. Und na, der ist noch nicht zu Hause, der läuft gerade erst los. Rasmus Jensen aus Dänemark. Das ist ja ein Typ hier. Dem wird das Lachen aber noch vergehen bei Kilometer 48 oder 49. Aber Anfang ist leicht. Ankommen ist schwerer. Aber Sie sehen, so bierernst nimmt man das alles nicht. Vielleicht wäre der Däne auch ein Kandidat für den Vasalauf gewesen, der ja zur gleichen Zeit stattfindet. Einige sind hier abgereist, wie Vegard Ulvang, der läuft dort. Andreas Schlüter kommt zur ersten Zeitnahme und dürfte dort vorn mit dabei sein. Mal sehen, wie der Ski geht. Ja, das sieht einigermaßen gut aus. Es ist ja auch eine riesengroße Gefahr, dass man dieses Rennen zu schnell angeht und dann hinten, wie die Athleten sagen, abfault. Gleich sind wir zurück. Das ist Wilhelm Aschwanden aus der Schweiz vom SC Marbach, der 27-Jährige, der jetzt auch bei 1,8 Kilometern durch ist, der sicher, wenn er einen guten Tag hat, diesen 50er einigermaßen bewältigen kann. Andreas Schlüter, 5 Minuten und 30 Sekunden, liegt nach 1,8 Kilometern immer noch an der dritten Position. Aber das ist alles ganz, ganz relativ.
Bei solchen Bedingungen könnten die erfahrenen Leute zum Zuge kommen. Und da gibt es natürlich einige in diesem Feld. Zorni, Mogren, Jochen Behle, vor allen Dingen Harri Kirvesniemi. Die Norweger setzen natürlich auf ihre Physis, auf ihre Klassik-Spezialisten, auf Erling Jefne und auf Sture Sivertsen. Und sie haben mit Øyvind Skårnes einen neuen Mann ins Rennen heute geschickt oder schicken ihn ins Rennen. Der ist noch nicht gestartet, der hier in Trondheim zu Hause ist, der seinen ersten Start hat. Zeitlupenstudie von Sergej Černych, der bei 1,8 Kilometern bislang der Beste ist. So ein 50er hat immer ein bisschen Volksfestcharakter, zumindest außerhalb der Loipe, also bei den Zuschauern. Wir haben das schon bei den Olympischen Spielen 1994 in Lillehammer festgestellt. Obwohl es da bitterkalt war, die Fans sind unglaublich, die übernachten in den Wäldern am Rand der Loipe, um dann am Morgen den besten Platz zu haben. Da gibt es ja in den Wäldern Stellen, wo man die Athleten ein paar Mal sehen kann. Da ist Björn Dehli draußen. Björn Dehli, der natürlich noch versucht, die letzte Erkenntnis zu finden, der erst später dran ist. Ja. Man sucht die besten Plätze, man steht Stunden vorher an der Loipe und die Zeit vergeht dann wie im Fluge und man ist dabei. Auch gestern Abend waren es wenigstens 10.000, die bei der Siegerehrung dabei waren. Da gab es keinen Norweger-Sieg und trotzdem. Es gehört halt dazu mit Rucksack und Verpflegung und was weiß ich, da wandern sie an die Wettkampfstrecken zu den Siegerehrungen, sind den ganzen Tag unterwegs, kommen ja weiß Gott nicht nur aus Trondheim, man sieht es aus den Schildern. Dann haben sie eigene Chöre mitgebracht, eigene Kapellen, die ja, sich hier aufbauen und nicht etwa spielen, damit irgendeiner eine Münze, eine Krone in den Hut wirft. Nichts dergleichen, das gehört ganz einfach dazu. Und noch nie in der Vergangenheit, das sage ich gern noch einmal, gab es auch Weltmeisterschaften, die von der Stimmung so professionell organisiert wurden. Die Cheerleaders, die Mädchen, die nimmer müden, die, auch wenn es nicht nötig wäre, bringen die Massen auf Trab und die lassen sich gerne gefangen nehmen an der Schanze, an der Loipe. Das ist unglaublich, aber wahrscheinlich geht das auch nur hier im Norden, wahrscheinlich geht das nur in Norwegen, das wäre vielleicht in Deutschland undenkbar. Die Aufforderung zum Beifallspenden, der Außerirdische Björn Dehli. Nochmal Kohlehydrate, alles erlaubte Mittel, keine Angst, ein Björn Dehli hat das nicht nötig. Uwe Bellmann geht auf und davon, der in der Staffel sicherlich nicht den besten Ski erwischt hatte, nicht das beste Wachs. Und selbst der ja, skandinavisch laufende Jochen Behle konnte diesen riesen Rückstand zwar kompensieren, aber dann kam mit René Sommerfeld der dritte Part und so gab es eigentlich nur den Super Behle und einen guten Mühleck, der noch gestürzt war. Und das reichte halt dann doch nicht für eine Medaille. Aber die deutsche Mannschaft war mit dem sechsten Platz nicht unzufrieden. Ich schau mal, hat sich bei 1,8 Kilometer etwas verändert? Nein, Sergej Černych ist noch an der Spitze und Andreas Schlüter hat noch die fünf beste Zeit. Und jetzt kommt der 29. hier durch. Ja, das ist das, was ich meine. Stell doch mal andere Noten und dann wird wieder einer geblasen. Ich denke, für diese Art der Begeisterung muss man geboren sein. Und sie haben alle die norwegische Fahne im Rucksack oder irgendwo stecken, ohne dass man ihnen jetzt nachsagen könnte, dass sie zu nationalistisch sind. Das ist halt einfach die Freude über die eigenen Leute. Mit der 41 geht jetzt Pavel Rybinin aus Kasachstan auf die Reise und langsam, aber sicher nähern wir uns dann auch dem aus deutscher Sicht interessantesten Läufer. Das ist ganz klar, das ist der Meister Jochen.
Ricardas, Panavas. Diese Männer waren fast alle über 10 Kilometer am Start, aber in den Ergebnislisten kann man getrost von hinten nach vorn gehen. Da findet man sie nicht unter den ersten 30. Das ändert sich dann so ab Start Nummer 50. Die 43 Isidor Haas aus der Schweiz. Die Schweizer, die natürlich gestern am Ziel ihrer Wünsche waren mit der Bronzemedaille von Sylvain Freiholz. Und für manchen Schweizer war das eine Überraschung. Ich habe auch Kollegen gehört, Kommentatorenkollegen, die sich geäußert haben. Da hat er aber Glück gehabt. Völlig falsch, völlig falsch. Sylvain Freiholz war hier in einer Top-Verfassung. Und wer ihn im Training beobachtet hat, der hat gesehen, dass er absolut gleichmäßig gut war und dass das eine so große Sensation nicht war. Wenn überhaupt was sensationell war, dann die Formsteigerung der Schweizer im Vergleich zur Saison, wo sie ja durchgereicht wurden, unter Ferner liefen, einkamen, und dass es dann auch so geklappt hatte bei der Weltmeisterschaft. Das ist schön und das ist auch ein Verdienst von Joachim Winterlich, dem deutschen Trainer der Schweizer. 45, Jack Mäh aus Estland, der von den Esten in der klassischen Technik sicher der Beste ist. Und sehen Sie, da ist auch schon ein ganz anderer Zug drin, wie er diese Distanz angeht. Doppelstockarbeit mit der 46, Juan Jesus Guitares. Nun mal zum Vergleich, der war 68. über 10 Kilometer. Das heißt also, da ist noch eine Menge Luft dazwischen, zwischen ihm und den Besten. Und so energisch wird er nach 20, 30 Kilometern auch nicht mehr agieren. Aber das ist natürlich auch verständlich. Das Fluidum spornt an und da gibt man am Anfang auch schon sehr viel. Giorgio Vanzetta, die Italiener, die bislang mit diesen Weltmeisterschaften, ich sag mal, nicht ganz zufrieden waren, die allerdings in der Staffel ein großes Rennen gezeigt haben. Und vielleicht kann er es richten. Giorgio Vanzetta, auf ihn werden wir achten. Kurze Unterbrechung. Die Besten sind noch beim Tee trinken, im übertragenen Sinne. Die meisten oder fast die Hälfte ist durch bei 1,8 Kilometer und die ersten haben 8,4 Kilometer bereits passiert. Vitali Lilchenko aus Kasachstan ist hier der schnellste mit 22 Minuten 11 Sekunden. Guten Appetit, Björn Deli. Sabalotny ist hier Zweiter und Andreas Schlüter ist aber noch nicht durch. Der war bei oder ist bei 1,8 Kilometer immer noch 6 schnellster. Also er ist doch ganz schön schnell angegangen. Das kann man jetzt schon ablesen. Und daran ändert sich auch im Moment nichts. Ja, viele Diskussionen, wenn ich aus dem Fenster schaue. Da hat Smirnov mit Pochorov zusammengestanden. Da gab es noch zwischen Deli und den Schweden ein paar Auseinandersetzungen. Nicht Auseinandersetzungen, sondern man hat miteinander gesprochen. Über die Beschaffenheit der Piste, nehme ich an, ist es gegangen. Und dass man vielleicht nicht am günstigsten dran ist, dass die rote Gruppe hier als Letzte auf die Reise geht. Denn diese Spur, die ist weich, das ist Wasser und Eis, und speziell an den Anstiegen, wo die relativ Schwachen natürlich schnell in den Grätschschritt rein müssen, da haben dann die Besten auch einen Acker vor sich, der ist zur Furcht, und da müssen sie dann auch in den Grätschschritt rein, weil ganz einfach keine Spur mehr da ist. Isidor Haas, ja, 14,6 Sekunden hinter Tschernich, dann kommt Hiroyuki Imai. Und am Start müsste ja nun auch bald Jochen Behler an der Reihe sein. Also, liebe Leute, den sollten wir bei aller Freundschaft nicht verpassen. Imai mit neuer Bestzeit. Na, hoffentlich hat sich der kleine Japaner da nicht übernommen. Mit der Schutzbrille, sonnig ist es wahrlich nicht. Aber die Japaner laufen halt so, man ist dran gewöhnt. Das ist bislang der Start.
Welche Startnummer geht denn im Moment ab? Es ist die 55. Da ist Christoph Sumann weg. Also ja, danke, Lumomir Buchta. Und dann sollten wir schon am Start bleiben. Denn dann kommt der, der mir, der Ihnen besonders am Herzen liegt. Nach seiner grandiosen Vorstellung im Staffellauf, wo er hinter Müllele gemeinsam mit Jeffne der drittschnellste war. Jochen Behle, toi, 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 auf dass du so einen Ski erwischt hast wie über 10 Kilometer. In Kenmore 1990 hat er seinen ersten, seinen einzigen Weltcupsieg errungen. Es war ein Klassiker über 50 Kilometer. Der Jochen hat sich speziell auf die 10 Kilometer vorbereitet, aber er sagt selbst, die 50 Kilometer, dieses Fundament hat man oder man hat es nicht. Und wir wollen sehen, wie es geht. Gute Reise, Jochen Behle. Einen, den er sehr gut kennt, das ist Smirnov, der dort noch wartet. Dann Donald Furley aus Kanada. Ja, wie soll nun das taktische Rezept des Jochen Behle aussehen? Er muss sein einsames Rennen laufen. Die hinter ihm kommen, ja, die dürfen ihn nicht überholen, ansonsten wäre alle Rechnung schon umsonst. Nach vorn muss er auflaufen, aber aufhalten kann er sich eigentlich auch bei keinem. Er muss sich nach der inneren Uhr richten, nach seinem Rhythmus. Maxim Pitschugin, der in der Staffel sehr gut gelaufen ist. Die Staffel, die ja nur durch Vaibusas exzellenten Endspurt gegen Prokhorov für Italien gewonnen wurde. Die Russen lagen lange Zeit auf Platz 3. Vierter also der Maxim Pitschugin mit der Staffel. Dann geht Katsuhito Ebisawa aus Japan auf die Reise. Dann kommen nochmal 5 Läufer, die nicht so gut sind. Und dann wird man wahrscheinlich permanent am Start bleiben, weil dann die rote Gruppe abgehen wird. Und der erste der Favoriten ist Alexei Prokhorov. Dahinter dann der Rechtsanwalt aus Österreich, der Loisel, wie Sie sagen, der Alois Stadlober. 61, Andrus Verpalu. Die ersten, die traditionell am besten in der nordischen Kombination sind. Marquardt ist ihr Ass, aber sie haben ein paar junge Leute, die auch drauf und dran sind, in den Kreis der Etablierten einzutreten. Dann wieder ein Däne, jetzt Knutzen und Andreas Schlüter kommt schon zu Kilometer 8,4 und er wird hier eine neue Bestzeit setzen. Vitali Lilitschenko aus Kasachstan bislang die Nummer 1. Andreas Schlüter wird, denke ich, diese Marke verbessern. Er muss hier noch hoch, dann gibt es noch eine Rechtskurve. Also das könnte klappen mit der 16. Das ist er. Er hat Katsuyoshi Nagahama aus Japan überholt, hat ihm 30 Sekunden abgenommen. Und das sieht nicht schlecht aus. Der Ski scheint gut zu gehen. Heute ganz besonders ist es eine Frage, wie haben die Helfer, wie haben die Trainer draußen gearbeitet, was haben sie für ein Feeling, was haben sie für ein Händchen, um den richtigen Ski zu finden. Tschernych wird die Marke von Schlüter erreichen, wird sie wahrscheinlich verbessern. Das sind aber, wie gesagt, nur Anhaltspunkte. Andererseits, wenn die Spur ganz, ganz schlecht werden sollte, dann haben diejenigen, die zuerst gestartet sind, vielleicht sogar eine gute Platzierungschance. Für den Sieg kommen sie nicht in Frage. Aber ich denke, man sollte zurück zum Start gehen. Denn da sind sie jetzt weg, die Prokhorov, Stadlober, Mühlig und Deli. Das ist mit der 17 Sergei Tschernych der im Moment schnellste. Die Russen, die ja hier mit Botvinnov
Michael Botvinnik, dem neuen Österreicher, auch eine Verstärkung hätten haben können, aber der läuft beim Wasserlauf und ich habe mal zwischenzeitlich reingeguckt in das andere Programm, er ist dort vorn. Janusz Grzeluk aus Polen und mit der 56 bei 1,8 Kilometer Lubomir Buchta mit der 56, der hier eine neue Bestmarke setzt, der in der Saison 91-92 mal Dritter war bei einem 50er, bei einem Klassiker, den damals Vegard Ulvang gewonnen hatte. Alexej Prokhorov geht auf die Reise, der Auftaktweltmeister, der einzige, der die norwegische Herrlichkeit um einen Tick getrübt hat. Und dieser Alexej Prokhorov, das ist natürlich auch ein ganz ausgeschlafener. Und er weiß, wie man so einen Klassiker angeht, wie man diese 50 Kilometer bestreiten muss. Prokhorov, der nach Nagano hier in Österreich Trainer sein wird, aber den Loise Stadelhuber, den wird er nicht mehr trainieren. Das ist eh fast ein Autodidakt. Was hat der Rechtsanwalt aus Österreich für einen Ski? Das ist die Frage. In Form ist er Jochen Behle ist bei 1,8 Kilometer durch, aber er ist nicht sehr schnell angegangen. Und Johan Mülek, für ihn ist es ein Abenteuer, dieser 50er in der klassischen Technik. Das ist nicht sein Bier, aber der Bayer, der sagt, wenn ich schon hier bin, dann laufe ich auch alles. Und mal sehen, wie es geht. Ob er durchkommt, das wird man sehen. Er hat den Sprint in der Staffel verloren gegen die Schweden, aber er ist auch gestürzt. Das hatten wir im Bild nicht gesehen, hat da 7 Sekunden verloren. Nun Björn Dehli, der in seiner so erfolgreichen Laufbahn einen 50 Kilometer Klassiker noch nie gewonnen hat. Im freien Stil ja, aber nicht in der klassischen Technik. Und er ist bekannt dafür, er kann eigentlich nicht anders, dass er auch schnell angehen wird. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu schnell, dafür hat er schon bezahlt. Siehe WM 95 Silvio Fauna. Und der Italiener, wenn der irgendwie dranbleiben kann und wenn der die richtige Orientierung hat, dann hat er seine Chance. Markus Hasler, Ein-Mann-Team oder fast Ein-Mann-Team aus Liechtenstein, hat hier eine eigene Broschüre herausgegeben, wird von seinem Bruder beraten. Sein Bruder ist auch sein Servicemann und die Norweger sagen, das ist einer der Mitteleuropäer, der mal so gut werden kann wie wir. Er trainiert ja meistens auch in Norwegen. Der Faun, der Silvio Fauna, bislang nicht seine Titelkämpfe. Der Titelverteidiger, 50 Kilometer, aber in der freien Technik. Bei 1,8 Kilometer war Andreas Schlüter schneller als Jochen Behle. Aber ich denke mal, das hat schon alles seinen Sinn. Jochen Behle wird wissen, was er tut. Øyvind Skårnes, ein 28-Jähriger, bei seinen zweiten Weltmeisterschaften, der ist hier in Trondheim zu Hause wie Howard Lee. Und er hat ein Heimspiel, auch dann oben im Wald, da stehen seine Fans. Und er hat 91 schon mal eine Goldmedaille bei Weltmeisterschaften errungen, aber in der Staffel, er hat den Vorzug bekommen vor einem Vegard Ulvang und er wusste das zeitig und ist abgereist. So, jetzt Jari Isometsi. Man ist geneigt, ihn stärker einzustufen in der freien Technik, aber ähnlich wie Müllele kann er beides. Die Finnen, die dann noch Kirvesniemi und Müllele auf die Reise schicken, der Drittletzte und der Letzte. Jetzt gehen sie alle ab, die großen Männer, die großen der Szene, und Isometsi, der Finne, gehört auf jeden Fall dazu. Sture Sivertsen, heya Sture, heya Sture, rutscht am Start etwas weg, hat nichts zu sagen. Sture Sivertsen, Weltmeister von Falun, Weltmeister hier auch mit der alles überragenden Staffel. Die Norweger
die den Rest der nordischen Langlaufwelt hier in Grund und Boden gelaufen haben. Und Marco Alborello, das sind alles Namen, die Kenner der Szene, die sagen, jeder hat hier ein Stückchen Geschichte, jeder schreibt hier seine Autogramme. Und Marco Alborello, der sagt, ich will's noch mal wissen, ich habe einen Traum. Ich möchte eigentlich immer auf der Sonnenseite des Lebens sein und möchte in Nagano nächstes Jahr Gold gewinnen. Fromme Wünsche. Wladimir Smirnov, auch noch nicht seine Weltmeisterschaften, und er hat dementiert, dass er aufhört. Er will auch bis Nagano laufen, und wie kann er sich hier verabschieden? Der Olympiasieger von Lillehammer in der klassischen Technik, 85 Kilogramm schwer, Smirnov, ja, Karikatur. Es ist nicht sein Schnee, das vorab. Ein schwerer Mann, der hat hier seine Probleme. 1,8 Kilometer, Achtung, Prokhorov. Buchta, Imai, Prokhorov, aber das sind nur kurze Abstände, und für Alexei Prokhorov ist es wichtig, dass er seinen Rhythmus findet. Er ist, wie gesagt, ein Mann, sagen wir, der letzten 10 Kilometer, wenn es gut läuft. Wenn er dann noch irgendwo Kontakt hat, dann müssen sich die anderen warm anziehen. Fulvio Valbusa, der Sprinter, geht weg. Sprinter auf die Staffel bezogen. Und Alois Stadelober, er ist bei 1,8 Kilometer durch. Das sieht nicht schlecht aus. Im deutschsprachigen Bereich gibt es ja wahrscheinlich heute das Duell Jochen Behle, Alois Stadelober. Zumindest hat man das prognostiziert. Wie es dann in der Praxis aussehen wird, bleibt abzuwarten. Und Johann Mühleck kommt zur ersten Zeitnahme in der Staffel. Da hatte der Österreicher ganz schlechte Karten. Johann Mühleck wird etwa so im Bereich von Jochen Behle liegen bei der ersten Zeitnahme. Nur ein Fingerzeig für wahr. Und noch sind sie nicht alle unterwegs. Noch warten die Letzten am Start. Das wird ein langer, langer, langer Vormittag bzw. Mittag. Und Björn Dehli. Björn Dehli, er geht doch etwas verhaltener an. Nicht ganz so wie vermutet. Also er sagt sich auch bei diesen Bedingungen, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Buchta, der Tscheche, immer noch in der führenden Position nach 1,8 Kilometern. Da kommt der Liechtensteiner, Markus Hasler. Der ist aber jetzt schnell unterwegs. Buchta, 29 Jahre alt, gewonnen hat er noch nichts. Bestzeit für Markus Hasler. Man ist immer schlauer, wenn man aus der Kirche kommt und die Predigt gehört hat. Auch die Männer werden erst später wissen, war das Anfangstempo richtig gewählt, war es zu schnell oder war vielleicht doch ein Jochen Behle besser beraten. Bei diesen Bedingungen, ich sage das nochmal, zählt Erfahrung, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Der Silvio Fauna hat noch ein Stück, Bergström. Und dann noch Forsberg, Kirvesimi, Fabio Mai und Mika Mülleli. Und dann sind sie endlich alle unterwegs. Und Christoph Zumann, ja, Sauna in der Zeit von Zumann. Also auch Fauna lässt es verhalten angehen. Ich warte mal noch, bis die Letzten am Start weg sind und informiere sie dann, wie es bei der nächsten Zeitnahme aussieht. Hier ist Øyvind Skårnes, der Norweger. Alois Stadelober im Moment Dritter mit 2,5 Sekunden Rückstand. Dehli Fünfter, Prokhorov Sechster. Entscheidend ist, dass die aussichtsreichsten relativ dicht beieinander sind. Auch Isometzi lässt es normal angehen. Und Harry Kirvesniemi, Harry der Große, hat wieder eine Silbermedaille bei diesen Weltmeisterschaften abgeräumt. Bestzeit wird es, könnte es werden für Sture Sivertsen. Na, der muss aber hier noch rum. Also, abwarten. Also, Harry Kirvesniemi, der Älteste im Feld, ist nun auch unterwegs.
dann noch Mai und Müllele. Da wird keine Bestzeit. Der letzte Italiener und dann ist auch die rote Gruppe weg. Tony Mokrin haben wir, glaube ich, nicht gesehen am Start. Er hatte die Nummer 79, der ist hinter Valbusa und vor Jeffne in die Spur gegangen. Alborello in der Staffel nicht eingesetzt und Müllele, der aufpassen muss, dass er sich nicht übernimmt. Das haben wir beim 30er gesehen. Müllele ist ein Schnellstarter. So nach dem Motto, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Aber beim Klassiker über 50 Kilometer, da gelten eigene Gesetze. Da darf man sich nicht übernehmen. So, schauen wir mal, wie es aussieht bei Kilometer 8,4. Da ist Imai immer noch der schnellste der Japaner. Andreas Schlüter ist der drittschnellste. Aschwanden hat einen Rückstand von einer Minute, der Schweizer. Und hier kommt Smirnov, der Kasache, der in Schweden lebt und der, wie man hört, auch in Österreich arbeiten soll oder will, je nachdem, wie man das sieht. 5 Sekunden hinter Hasler im Moment, Smirnov bei Kilometer 1,8. Das ist dieser Abschnitt, wo man den ersten Berg noch nicht ganz hinter sich hat. Das geht schon nach 1,8 Kilometern noch etwa 200, 300 Meter bergauf. Und dann kommt ein etwas leichteres Stück und dann geht es bei Kilometer 6,5 wieder hoch. Tony Mogren, der so erfahrene Schwede, Weltmeister von Falun 93, Weltmeister 91, beide 50er, aber in der freien Technik. Sergei Tschepikow, der Ex-Biathlet aus Russland. Auch was für ein Umstieg. Die Biathleten haben als längste Distanz ja die 20 Kilometer und jetzt wagt er sich auf die 50. Aber die Besten oder die meisten haben jährlich Trainingsumfänge um die 10.000 Kilometer, 10.000 Kilometer. Und da hat man natürlich ein Fundament. Da ist die Basis gelegt. Und Achtung, Erling Jeffne. Erling Jeffne, der im vergangenen Jahr am Holmenkollen den Klassiker gewonnen hat, der setzt jetzt die Bestzeit. Bei Kilometer 1,2, also er begann schnell. Und schon nach knapp 2 Kilometern sieht man im Gesicht eine gewisse Anstrengung. Matthias Fredriksson aus Schweden mit der 82. Ja, der ist auch gleich an der Zeitnahme. Zeit von Markus Hasler etwa. Banzetta ist durch bei 8,4, 35 Sekunden hinter Imai, hinter Andreas Schlüter. Ich bin mal gespannt, wie lange sich Andreas Schlüter hier in diesem Vorderfeld behaupten kann, der 24-jährige Thüringer aus Zellamelis. Der nächste Schwede. Oh, die Schweden gehen schnell an. Die Schweden gehen schnell an. Anders Bergström.